Willkommen zum Teil Biologika in der Asthmatherapie. Diese werden eingesetzt in der Stufe 5 Add-on. Schauen wir uns ganz kurz die Antikörper an. Diese werden gentechnisch hergestellt und wir erkennen sie an der Endung MAP, also monoklonaler Antikörper. Die Antikörper markieren Zellen und führen dann zur Zellzerstörung, beispielsweise über Komplement. Antikörper können Zytokine binden, neutralisieren. Antikörper können aber auch die Zytokinrezeptoren blockieren. Es gibt murine Antikörper. Wir sehen hier komplett Mausanteile. Diese haben die Endung OMAP. Von links nach rechts nimmt jetzt der humane Anteil immer mehr zu. Die chimerisierten Antikörper erkennen wir an dem XIMAP, die humanisierten am ZUMAP und die humanen am UMAP. Die Antikörper lagern im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad. Sie dürfen nicht einfrieren. Die Eiweißstrukturen sind temperaturempfindlich. Eine Möglichkeit wäre in einer verschlossenen Plastikdose im unteren Kühlschrankdrittel. Wichtig auch beim Transport: kühlen, entsprechende Kühlelemente dem Patienten, dem Kunden mitgeben. Wenn er ein Kühlelement mitbringt, kontrollieren, ob dieses nicht eingefroren ist. Vor der Applikation werden die Antikörperpräparate auf Raumtemperatur gebracht. Sie dürfen maximal 25 Grad ausgesetzt sein. Normalerweise nimmt man sie etwa eine halbe Stunde vor der Applikation aus dem Kühlschrank und lässt sie bei Raumtemperatur auf dem Tisch liegen. Die Applikation erfolgt in der Regel mittels Pen oder Fertigspritze. Die Haltbarkeit bei Raumtemperatur ist unterschiedlich. Das können 14 Tage sein, das können aber auch nur 48 Stunden sein. Also hier jeweils in den Gebrauchsinformationen nachschauen und auch die Gebrauchsanweisung exakt beachten. Das gilt für die Einstichstelle, das ist sehr oft Bauch oder Oberschenkel. Es wird zuvor desinfiziert. Die Spritze normalerweise mit 45 Grad eingestochen, Pen 90 Grad. Sich anschauen, ob mit oder ohne Hautfalte appliziert wird. Langsam injizieren, circa 10 Sekunden warten und dann die Nadel herausziehen. Nun zu den Antikörpern, die bei Asthma Add-on in der Stufe 5 eingesetzt werden. Als Biomarker werden verwendet IgE, Stickstoffmonoxid und die Eosinophilen. Eingesetzt werden die Antikörper bei allergischem oder eosinophilem Asthma. Das heißt, es kommt hier zu einer starken Entzündung mit Gewebeschaden. Eingesetzt werden die Antikörper, wenn mit der inhalativen Kombinationstherapie keine ausreichende Wirkung erzielt werden kann. Und dies trotz maximaler Wirkstoffkonzentration. IgE vermittelt allergische Reaktionen vom Typ 1, das geht bis zur anaphylaktischen Reaktion. Und die Eosinophilen geben zytotoxische und proinflammatorische Substanzen ab, unter anderem die Interleukine 3, 5, 8 und 13. Die Eosinophilen geben ihre Substanzen nach IgE-Kontakt ab, Exozytose. Zumindest der Behandlungsbeginn sollte durch erfahrene Fachärzte erfolgen. Wiederholen wir kurz die allergische Reaktion vom Typ 1, verursacht durch IgEs. IgE stammt aus den Plasmazellen. Diese IgEs lagern sich auf Mastzellen oder basophile Granulozyten. Es muss zunächst die Sensibilisierung erfolgen. Das heißt, nach einem ersten Kontakt mit dem Antigen oder Allergen reagieren die antigenpräsentierenden Zellen,
Das können dendritische Zellen sein oder Makrophagen oder naive B-Lymphozyten. Diese nehmen das Allergen auf, bauen es ab und präsentieren es den T-Helferzellen über MHC2. Diese TH2-Zellen aktivieren dann die B-Zellen zu Plasmazellen und die Plasmazellen produzieren Antikörper, in dem Fall die Immunglobuline E. Diese IgEs lagern sich auf Mastzellen oder basophile Granulozyten. Diese haben Rezeptoren für den FC-Teil des IgEs. Schauen wir uns das auf einer Abbildung an. Hier haben wir unsere Mastzelle. Auf der Mastzelle haben wir Rezeptoren gegen den FC-Teil, also den konstanten Teil unseres Antikörpers. Und der Antikörper in dem Fall ist IgE. So lagern sich dann viele IgE-Moleküle auf die Mastzelle. Bei einem späteren wiederholten Kontakt mit dem Allergen überbrückt das Allergen IgEs, das was wir hier sehen, und das ist das Signal für die Mastzelle zu degranulieren. Das heißt, die Mastzelle gibt ihre Entzündungsmediatoren ab. Dies können sein Leukotriene und Prostaglandine. Dies ist Histamin. Dies ist Bradykinin. Dies ist aber auch Interleukin 5. Interleukin 5 aktiviert die Eosinophilen. Und diese setzen dann ihrerseits wieder inflammatorische Mediatoren frei. Nun zu den Wirkstoffen, die bei Asthma eingesetzt werden. Möglichkeit 1: Wir haben ein schweres IgE-vermitteltes allergisches Asthma. Eingesetzt wird in dem Fall ein humanisierter Antikörper, das Omalizumab. Omalizumab bindet freies IgE. Das heißt, es wird verhindert, dass sich das IgE an die Mastzellen lagert. Folge: Es kommt zu einer reduzierten Degranulation der Mastzellen, zu einer reduzierten Freisetzung der Mediatoren. Dazu weniger Interleukin 5 bedeutet weniger Eosinophile und damit auch weniger Entzündungsmediatoren, die aus den Eosinophilen abgegeben werden, wie Interleukin 4, 5 oder 13. Eingesetzt wird das Omalizumab bei schwerer IgE-vermittelter allergischer Reaktion, Asthma, dann zur Behandlung einer schweren chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, die nicht ausreichend auf Cortison ansprechen, und bei chronisch spontaner Urtikaria, die nicht ausreichend auf Antihistaminika reagiert. Die Applikation erfolgt subkutan alle 2 bis 4 Wochen. Nebenwirkungen können sein Fieber, Kopfschmerzen und allergische Reaktionen. Allergische Reaktionen bis zum anaphylaktischen Schock sind möglich. Nun die zweite Möglichkeit, eosinophil-bedingtes Asthma. Hier spielt das Interleukin 5 eine wichtige Rolle. Interleukin 5 ist verantwortlich für die Reifung von eosinophilen Granulozyten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir neutralisieren Interleukin 5 selbst durch Antikörper oder wir neutralisieren den Rezeptor für Interleukin 5. Zu der ersten Möglichkeit, die Antikörper, die Interleukin 5 binden. Hier gibt es zwei Substanzen, das Rezlizumab und das Mepolizumab. Die erste Substanz wird intravenös appliziert, die zweite Substanz subkutan. Die Nebenwirkungen kennen wir schon. Das sind allergische Reaktionen, die auftreten können. Die Eosinophilen und das Interleukin 5 spielen eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr. Das gilt auch für die Abwehr von Parasiten, von Würmern.
Deswegen ist vor einer Therapie mit den Interleukin-5-Antikörpern zu prüfen, liegt eine Wurminfektion vor? Wenn ja, ist diese vor der Therapie zu behandeln. Zweite Variante, wir greifen den Interleukin-5-Rezeptor an. Und die Substanz ist das Benralizumab, ein humanisierter Antikörper, der sich an den Interleukin-5-Rezeptor lagert. Das heißt, es wird die eosinophile Zelle markiert und kann von natürlichen Killerzellen angegriffen werden. Es kommt zur Apoptose der eosinophilen Zelle. Die Substanz wird subkutan appliziert. Es fehlt noch eine Substanz, die bei schwerem Asthma mit Typ-2-Inflammation eingesetzt wird. Ausschlaggebend für den Einsatz ist die Anzahl der Eosinophilen und/oder die NO-Konzentration, also Stickstoffmonoxidkonzentration in den unteren Atemwegen. Stickstoffmonoxid ist ein Biomarker für die Atemwegsentzündung und auch für die Entzündungsaktivität. Eingesetzt wird die Substanz bei schwer zu therapierendem Asthma, also Stufe 5, wenn trotz hochdosierter inhalativer Corticosteroidtherapie und weiteren Substanzen wie LABAs oder den Leukotrienrezeptorantagonisten eine nicht ausreichende Kontrolle gewährleistet ist. Neutralisiert wird Interleukin 4 und Interleukin 13. Interleukin 4 verschiebt die Entzündungsreaktion Richtung TH2. Diese sind verantwortlich für die B-Zellaktivierung, für die Antikörperbildung, in dem Fall wieder insbesondere IgE. Interleukin 13, auch dies verantwortlich für die B-Zellproliferation, für den Switch Richtung IgE, aber auch für die Aktivierung von Eosinophilen. Folge durch Interleukin 13 kommt es zu allergischen Reaktionen und zu Asthmaanfällen. Die Substanz, die die beiden Interleukine neutralisiert, ist das Dupilumab. Dieses wirkt entzündungshemmend und immunsupprimierend und wird außerdem eingesetzt bei der atopischen Dermatitis und der chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.